Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Heute ein ganz besonderes Video für euch. Wir sind ungefähr 60 Kilometer von München entfernt, ganz grob, mitten in einem Waldstück. Und wir haben hier, wie ihr gerade schon in den Drohnenaufnahmen gesehen habt, einen riesigen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Und zwar sollten hier damals die sogenannten ME-262 hergestellt werden bzw. gefertigt werden. Und dieser Bunkerkomplex ist an einer strategisch sehr günstigen Stelle. Der war am Anfang des Krieges noch außerhalb der alliierten Bomber. Er war sehr gut getarnt, wie ihr hier kennen könnt, in diesem Waldstück. Und man hatte auch eine gute, ziemlich gute Anbindung an Logistik und auch an Material. Hier in der Nähe ist nämlich direkt ein Steinbruch, da konnte man das Material herholen. Der Rundbogenhangar, riesengroß, ist an einigen Stellen schon zerstört. Und wie es komplett aussieht, das werden wir uns gleich anschauen. Also seid gespannt, mega, wird ein mega gutes Video. So, meine Lieben, heute bin ich mit dir, lieben Emily. Emily unterwegs, genau. Und wir schauen uns heute gemeinsam das sogenannte Weingut 3 an. Und das geht hier auch schon direkt los. Man sieht da hinten schon Betonstrukturen im Wald. Und hier direkt am Anfang der riesige Shelter. Unvorstellbar. Schaut euch das mal an. Ich muss mal versuchen, das komplett drauf zu bekommen. So. Wird natürlich davor gewarnt, dass es hier gefährlich ist, dass Betonbrocken abbrechen können. Damit ist die Stadt natürlich aus der Haftung. Also, aber aus dem eigenen Schutz sollte man vielleicht nicht obendrauf spazieren gehen. Wenn ihr solche Sachen nachmacht, immer auf eigenes Risiko, das wisst ihr. Und wir schauen uns jetzt einmal das Bauwerk an. Boah, unvorstellbar. Riesengroß. Und hier können wir schon hochgehen. Also ich blende jetzt mal die ME-262 ein. Das war eines der ersten Strahlenflugzeuge, sprich Jetflugzeuge, die wirklich auch militärisch genutzt werden konnten. Gab natürlich auch vorher schon welche. Aber das Flugzeug galt allgemein hin als Waffe, die den Krieg hätte verändern können, wenn sie frühzeitig da gewesen wäre und natürlich auch in ausreichender Stückzahl. Boah, schaut euch mal diese Deckenstärke an. Das sind locker 3 Meter. Und hier die Stahlarmierung, die hat nur ein bisschen Flugrost. Aber sonst in einem wirklich sehr guten Zustand. Bedeutet, man hat hier wirklich hochwertigsten Stahl genommen. Wow. Boah, riesengroße Leute. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier sehen wir es nochmal. Hier ist die Betonstruktur noch ziemlich gut erhalten. Wow, wie das damals geknallt haben muss. Und hier sehen wir weitere Betonstrukturen auf dem Boden, Fundamente. Scheint hier der Eingang gewesen zu sein. Müssen wir mal gleich herausfinden, was das für Betonstrukturen waren. Mega. Und bestes Wetter. Also ich guck mal. Das sind bestimmt 20 Meter in der Länge. Und
Hier finden wir weitere Strukturen. Also vielleicht für die Geschichtsinteressierten unter euch, der Baubeginn war 1944. Geplant war ein halb unterirdisches Rüstungsbauwerk für die Produktion, wie schon erwähnt, der Messerschmitt 262, abgekürzt ME für Messerschmitt. An. Krass. Wirklich krass. Hier können wir sogar noch die mussten ja untereinander auch befestigt werden. Das hat man mit Draht getan. Sogar den Draht können wir noch erkennen. Boah, was für ein Komplex. Das sind bestimmt 35 Meter Höhenunterschied. An. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Mega. Müssen wir mal gucken, dass wir wieder hier runterkommen. Huhuhuhu. Das ist ja ganz schön steil, merke ich gerade. Mega. So, hier guck mal. Ziemlich gut runter. Riesige Betonbrocken liegen da unten und eventuell ist da ein Eingang. Da müssen wir gleich mal schauen, ob wir da runterkommen. Wunderschön mit dem Moos, oder? Also immer auch ein Auge für die Natur haben, wenn man sich sowas anschaut. Und immer den Müll mitnehmen. Leute, wenn ihr hier hinkommt und den Müll mitbringt, dann kann man ihn doch auch wieder mitnehmen. Und wenn ihr hinkommt, auf jeden Fall immer vorsichtig sein. Die Bewehrung guckt hier überall raus. Das sind so kleine Stolperfallen. Und wenn man hier ins Rollen gerät, das ist nicht witzig, Leute. Boah, also das Ding ist einfach nur riesig. Es ist einfach nur riesig. Boah, jetzt stehen wir bestimmt 8, 9 Meter und da unten geht es dann, wie gesagt, 35 Meter vielleicht runter. Da hinten scheinen noch weitere Betonstrukturen zu sein. Also hier hat es richtig krass gewumst. So, hier gehen wir nicht weiter. Das ist zu gefährlich, aber hier vorne können wir runter. Wie gesagt, macht das nicht zu Hause nach, Leute. Wir machen das, oder ich mache das, damit ihr es zu Hause nicht nachmachen müsst. Ach, da bist du ja. Und, gefällt dir? Rein? Ja, gerne. Gehen wir zusammen? Ja. Boah, ist ja riesig, oder? Dankeschön. Brauchst du Hilfe? Gut. Nimm die Lampe am besten aus der Hand. Hast du dir eine eigene Lampe geholt? Mhm. Süß. Ich habe meine nicht wiedergekriegt. Aha, deine nicht wiedergekriegt. Ich habe dir Geld gegeben, hast du mir eine gekauft. Ach so, habe ich das Geld wiedergegeben?
Hab ich dir das Geld abgezogen? Geld abgezogen willst du nicht. Wie viel Geld hast du mir denn gegeben? Ich hatte dir 20 Euro gegeben. Du wolltest irgendwo einen. So. Ah ja. Wow. Schaut mal. Da hätten wir lieber die große Lampe mitnehmen sollen, bei dieser Größe der Anlage. So, da habt ihr ein ganz gutes Größenverhältnis. Emily ist ungefähr 2,10 Meter. Also das Bauwerk ist gigantisch. Also es wurde ja nicht fertiggestellt, dementsprechend war die Industrie hier nicht untergebracht. Und selbst wenn wir hier noch nach dem Krieg Fabrikteile drin gehabt hätten, wären sie natürlich von den Amerikanern, die hatten hier das Sagen, hätten die das natürlich mitgenommen. Was könnte das denn sein? Ah, ich glaube, dass hier das Flugzeug stand und hier der Triebwerksauslass war. Das könnte sein. Könnte aber auch ein Sprengloch sein. Boah, da geht's noch weiter. Und hier scheint es vielleicht sogar noch grüne Farbe zu geben. Könnte aber auch Moos sein. Das ist immer schwer zu sagen. In einigen Bauwerken des Westwalds gibt es nämlich noch die Tarnfarbe und die sieht tatsächlich fast aus wie Moos. Deswegen ist es ein wenig schwierig, nach so vielen Jahren noch zu sagen, ob das Tarnfarbe ist oder aber Moos. So, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das könnte in die Augen gehen. Hier sehen wir noch die Explosionsspuren. Boah, was für ein Brocken. Imposant, oder? Geht's da noch weiter? Nee, also man könnte rausgehen. Also wir gehen ja gleich raus, aber weiter geht's nicht. Ich guck noch mal hier. Hier noch was finden. Nee, hier ist auch empty. Nochmal der Blick in die Anlage. So, Zeit für ein erstes Resümee. Also ich bin mega beeindruckt über die schiere Größe. Auch der Zustand, der ist natürlich stark zerstört, aber vorne Weingut 3, der Rundhanger, der ist ja noch fast intakt. Man kann sich auf jeden Fall gut vorstellen, wie man damals die Flugzeuge hätte produziert. Und ja, viele spricht dafür, viele Dokumentationen und Historiker sprechen auch darüber. Hätte es dieses Flugzeug früher gegeben und in ausreichender Stückzahl, hätte sie vielleicht noch den Kriegsverlauf verändern können. Gut, dass es nicht dazu gekommen ist. Und wir werden die Anlage jetzt noch weiter erkunden. Ach so, ich kriege gerade Ärger, dass ich Emily ins Foto gelaufen bin. So, ich beeil mich. So, bin jetzt raus und schaut mal hier die Betonstruktur. Die Anlage ist einfach nur riesig. Und alles hat sich die Natur schon wieder geholt, alles voller Moos. Und heute sieht das so ein bisschen aus wie ja, so ein klassisches Gestein. So eine Felsformation. Aber von Menschenhand gemacht. Wow, da kann man auch rein. Die sind tückisch, die Armierungseisen. Gucken wir, dass wir gleich vielleicht über eine leichtere Stelle reinkommen. Spannend aus.
Das könnte eventuell das Fundament sein, wo der Bogen drauf aufgebaut worden wäre. Wir gucken mal, ob wir das von der anderen Seite hier... Oder es war mal fertig und wir befinden uns gerade in der Produktionshalle. Und das schauen wir uns mal an. Es könnte nämlich sein, da hinten steht ja noch der Rundbogenhanger, dass das bis hierhin komplett ein Hangar war. Und dann wären die Flugzeuge mit einer Fließbandproduktion hergestellt worden. Hier man, hätte man begonnen und dann wären sie vorne rausgefahren. Das passt auch mit der Straße. Ich versuche das mal für euch zu recherchieren, ob ich vielleicht noch alte historische Bilder bekomme. Die würde ich jetzt einblenden. Spannend. Hier ist dann aber Ende. Und auch hier geht es wieder einige Meter runter. Cool, heute habe ich gar keine Höhenangst. Gar nicht. Ja Leute, das ist spannend. Ich hoffe, das kriegen wir zusammen heraus, wo wir uns gerade befinden. Ich denke, dann wird das der Bogen gewesen sein. Vielleicht ist das aber auch der Bogen, wo wir gerade draufstehen, dass der eingebrochen ist und der jetzt hier plan liegt. Mal schauen. Ja, das wird so sein. Wir sind jetzt oben auf dem Hangar bzw. Shelter drauf. Ja, das wird so sein. Der ist hier einfach, ihr seht dann noch den kleinen, die kleine Wölbung. Die sieht man hier nicht, weil es quasi einmal richtig tief gefallen ist. Hier liegt es irgendwo noch auf und hier kann man noch die Wölbung sehen. Jetzt muss man auf jeden Fall auch aufpassen, dass man nicht hier in irgendein Loch fällt. Weil unter uns könnte es eventuell noch hohl sein. Da ist ein Indiz. Da seht ihr tatsächlich hohl. Ein riesiges Ungetüm. Ja, genau. Also das sind die Außenteile. Aufgrund der Sprengung und da wir hier, also da mit Armierungsstahl gearbeitet wurde, ist der Beton ja nicht einfach auseinandergebrochen, sondern er wurde ja auch immer gehalten. Und deswegen hat er die äußeren Befestigungen mitgerissen. Und das sind die äußeren Befestigungen, die wir gerade gesehen haben. Wow, absolut spektakulär. Mal gucken, ob wir noch reinkommen. Das wäre ja spannend, oder? Das wäre schon spannend. Emily, ich habe heute gar keine Höhenangst. Komisch, ne? Vielleicht nur ganz kurz, ne? Mhm. Ja, wahrscheinlich, vielleicht, wenn ich noch müde bin oder so. Ich habe keine Ahnung. In dem oder auf dem Bunker in Frankreich, vielleicht habt ihr das Video gesehen, wo wir gefrühstückt haben auf dem Bunker. Da ging es ja 150, 130 Meter runter. Da hatte ich auch 0,0 Höhenangst. Und manchmal habe ich bei 8 Metern schon, oder 5 Meter manchmal habe ich schon Höhenangst. Ja, steckt man nicht drin, ne? Da kann man rein. Ja, kann man da rein? Okay, also vielleicht müssen wir kriechen. Oh ja, da ist es. Also genau richtig für uns. Oh ja, oh ja, ja, oh ja, oh ja. Mal gucken, wie weit wir da reinkommen, ne? Ja, und wieder keine Handschuhe bei Jörg.
jetzt drin. Und ich glaube, viel tiefer müssen wir gar nicht reingehen, um alles zu sehen. So, ich zeige euch mal, was ich sehe. So. Ja, hier ist nichts außer Mücken. Also es lohnt sich nicht, hier reinzugehen. Und hier ist auch empty. Ja, der hätten wir das schon fast nicht zumachen müssen. So. Für den Aufwand. So, und wieder raus. Aber Leute, wir haben es gemacht. Immerhin haben wir es probiert. Puh, ganz schön warm. Hier geht es auch noch rein. Aber auch hier ist nichts zu sehen. Komplett verschüttet. Also man hat hier wirklich ordentlich Stoff reingegeben, damit das Bauwerk so aussieht, wie man es heute sieht. Hier sehen wir noch ein bisschen Blech. Könnte aus der damaligen Zeit sein. Auch hier. Aber wofür? Keine Ahnung. Spannend. Absolut spannend. Schaut euch mal die Deckenstärke an. Das ist doch nicht normal. Das sind doch locker 5, 6 Meter. In Summe, das ist natürlich hier Teile des Fundaments. Hier ist ja die Decke. Das brauchte man als Gegengewicht, weil die Decke natürlich auch schwer war. Hier hat man leider Müll entsorgt. Also, Emily winkt mich hin. Hast du was entdeckt? Sie hat was entdeckt, sie grinst. Da bin ich mal gespannt. Soll ich dir aufmerksam folgen? Aufmerksam. Boah. Unvorstellbar. Also auf dem rechten standen wir gerade drauf. Und das ist genau die gegenüberliegende Seite. Und das ist das Fundament. Und das hier ist da abgebrochen und dahin gefallen. Und anscheinend können wir reingehen. Das ist herrlich. Wow, das ist ja mal spannend. Das ist ja mal spannend. Dankeschön fürs Zeigen. Also ich denke, das war damals nicht, also das war damals nicht begehbar. Das ist ja abgebrochen von mir. Bedeutet, wir sind jetzt direkt unter diesem Fundament. Und man muss sich mal vorstellen, wie weit das abgebrochen ist. Also das ist, es ist zwar, Achtung Kopf, es ist zwar nur Beton, aber es ist wirklich eins der besten Dinge, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und völlig frei zugänglich für jedermann. Der Weg raus, da wollte ich gerade einsteigen und zum Glück haben wir das nicht gemacht, weil es diesen einfachen Weg gibt. Hier müssen wir uns ein bisschen ducken und immer auf die Augen aufpassen. Loch im Kopf ist okay, aber wenn man seine Augen nicht verliert, das ist schon richtig, wäre richtig traurig. Da vorne sehe ich noch Strukturen. Da, das sind klassische Verschalungsabdrücke, die man da sieht. Auch hier, man hat ja die Betonstrukturen so erstellt, dass man Schalungen gebaut hat aus Holz. Deswegen sehen wir das Holz hier, den Abdruck. Und dann wurde das gegossen. Und vorher wurde natürlich der Armierungsstahl eingebracht. So, und warum, vielleicht wundert ihr euch, warum ich ein bisschen hechel. Es ist wieder Allergiezeit, Asthmazeit. Puh, ich muss mal Spray nehmen.
Da seht ihr das. Und das ist 100% Farbe. Schaut euch das mal an. Das ist noch die Farbe von damals. Verschiedenste Farben, teilweise Sprengler. Das ist schon nach so vielen Jahren, dass wir hier noch die Farbe sehen. Und schaut euch mal an, der Boden und die Wände plus die Umgebung, das ist perfekt an die Umgebung angepasst. Also Tarn funktioniert. Unvorstellbar. Leute, das ist einfach unvorstellbar. Oh, und wie schön das hier ist. Immer auch ein Auge für die Natur haben. Dahin geht es sogar noch weiter. Boah, das sind bestimmt von der Explosionsstelle 30, 40 Meter. Da hat man richtig viel Sprengstoff genutzt. Nach dem Krieg war ja sowieso viel Munition auch da. Die hat man teilweise einfach ins Meer geschüttet. Und die machen natürlich jetzt 80 Jahre später, machen die Ärger. Und die Leute an der Ostsee, die kennen das ja, auch die da Urlaub machen. Wenn man Bernstein sucht, das wird ja insbesondere, wenn es stürmisch war, wird das ja an die Küste getrieben. Dann gibt es Leute, die suchen das, machen Schmuck draus. Und manchmal verwechseln sie das mit weißem Phosphor. Und Phosphor ist richtig hinterlistig, denn Phosphor fängt an, bei Umgebungsluft zu reagieren. Und dann fängt es an zu brennen. Und man bekommt es nicht aus. Und die Alliierten haben diese Phosphorgranaten, Fackeln hatte man die genannt, haben die zu großen Mengen auf deutsche Städte geworfen. Vorher haben sie riesige Luftminen geworfen, um die Dächer abzusprengen. Und dann konnten diese Brandstäbe aus Phosphor konnten da eindringen und haben dann diese riesigen Feuer entfacht, Magdeburg, Hamburg, Dresden und so weiter. Und da gab es Feuerstürme. Da war das Feuer heißer als auf der Sonne. Auf jeden Fall war es richtig, richtig heiß. Und es gab Menschen, die sind einfach zu Asche verglüht. Die waren dann einfach nicht mehr da. Und ja, weißer Phosphor, eigentlich müsste es verboten werden, aber auch heute nutzt man das in verschiedenen Kriegen immer noch, um Soldaten oder auch Zivilisten umzubringen. Ganz, ganz schreckliche Waffe. Und vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote. Man sagt ja, im Zweiten Weltkrieg hat es keine Chemiewaffen gegeben. Chemiewaffen sind zum Beispiel Blausäure oder ja, gibt es noch ganz viele andere. Aber tatsächlich gab es eine Chemiewaffe, die von vielen eingesetzt wurde, nämlich weißer Phosphor. Und wenn weißer Phosphor reagiert, dann brennt er nicht nur, sondern er ist auch hochtoxisch. Und deswegen ist die Aussage, dass es im Zweiten Weltkrieg kein Kampfgas gab, nicht ganz korrekt. Um das mal an dieser Stelle auch gerade zu rücken. Hoppala. Seht ihr? Die Hinterlistigen. Also von daher, nochmal kurz zusammengefasst, wenn ihr am Strand nach Bernstein sucht, schaut auch immer nach, ob es nicht doch vielleicht weißer Phosphor ist. Weil wenn das in der Hosentasche dann angeht, dann habt ihr ein Problem. Ihr kriegt es nämlich nicht mehr aus. Die einzige Möglichkeit ist es auszubekommen mit Sand. Wasser hilft leider nicht. Also es geht zwar aus unter Wasser, weil es keinen Sauerstoff mehr bekommt, aber sobald das Wasser weg ist, geht es dann wieder von vorne los. Also von daher, Leute, wir müssen alles dafür tun, dass dieser Konflikt in der Ukraine und so weiter, Israel, nicht weiter eskaliert, weil sonst wird es irgendwann mal ganz, ganz böse.
ja, Geschichte muss erzählt werden, damit sie nicht vergessen wird. Und deswegen erzähle ich euch diese Geschichte des Zweiten Weltkrieges und des Ersten Weltkrieges. Die hängen nämlich ganz, ganz nah beieinander. Puh, was für ein Bild. Was für ein Bild. Unvorstellbar. Leute, also, bin hoch emotional gerade, weil ich es einfach nur klasse finde, was ich hier sehe. Und ich freue mich, dass ich euch das zeigen kann, dass es auch so gut besuchbar ist, dass wir auch gerade keine anderen Leute hier haben. Und ja, ich werde jetzt Emily suchen. Wir haben das Areal jetzt soweit abgesucht, aber da vorne gibt es noch ein zweites Areal. Das werden wir uns natürlich angucken. Aber vorher suche ich mal die Emily. Also bis gleich. Hier nochmal der wunderschöne Blick auf die Anlage, Leute. Wir werden jetzt in den Wäldern nochmal schauen. Da haben wir noch ein bisschen was entdeckt. Und diesen Blick möchte ich euch aber noch ein letztes Mal gönnen auf diese wunderschöne Anlage. Ultimativ. Gehen wir? Nee, du musst ja hier bleiben. Ja? Du musst ja hier bleiben für das Foto. Ich setze mich da oben drauf. Ach so. Du musst dann da stehen. Du musst dann von da ich glaube, da ist besser, einfacher. Ja. Ja, bis gleich. Boah, hier ist das riesige Betonstück rausgebrochen. Und da seht ihr nochmal diese riesige Armierung. Die ist wie so ein Drahtgeflecht. Die ist wie ein Drahtgeflecht aufgebaut. Das könnten vielleicht Stützpfeiler gewesen sein. Da haben wir eine Schautafel, die gucken wir uns gleich noch an. Hier hat sich die, hier sind Bäume drauf gewachsen und die haben sich das Wasser ausschließlich durch das Moos geholt, weil es ist ja keine Erde da drauf. Wir befinden uns jetzt oben auf dem Rundbogenhanger drauf. Boah, Leute, seid froh, dass ihr keinen Asthma habt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, Emily. Emily. Huh. Ich glaube, ich mach's doch nicht. Mich da hinsetzen. Gerade gegen das Dahinsetzen nennt. Oder? Hier vielleicht. Oh. Oh. Wie gesagt, Leute, ich habe größte Höhenangst. Mehr geht nicht. Reicht, oder, für ein Foto?
So Leute, macht das auf gar keinen Fall zu Hause nach. Lebensgefährlich. Und ich habe mich nicht getraut, mich an den Rand zu setzen. Aber hier gab es eine ganz gute Möglichkeit, sich auch hinzusetzen und sich auch festzuhalten. Und wir gucken uns einmal oben drauf um, was wir hier noch finden. Boah, das ist schon spektakulär. Das könnte... Ja, vielleicht war hier auch eine Zerschellschicht drauf, wie bei den U-Boot-Bunkern. Schwer zu sagen. Sehr, sehr interessant. Also hier fühlt man sich gerade sehr sicher, weil man das Ende nicht sieht. Aber hier geht es halt schon direkt wieder los. Also gehen wir mal direkt runter. Und da vorne sind noch Anlagen, die werden wir uns angucken. Und mal gucken, vielleicht finden wir noch darüber hinaus noch ein paar Sachen. Also bis gleich. So, hier finden wir dann tatsächlich noch ein Foto, wie das damals ausgesehen hat. Hier hatte man wirklich einen Erdhaufen wahrscheinlich angelegt und dann da oben die Verschalung drauf gemacht. Und hier sehen wir noch das Armierung, den Armierungsstahl. Und hier ließ die, ich lese euch das mal vor, hier ließ die nationalsozialistische Regierung in den letzten beiden Kriegsjahren einen Bunker für den unterirdischen Bau von Kampfflugzeugen erstellen. Der Flugzeugbunker sollte sich auf eine Länge von 400 Metern in Ost-West-Richtung erstrecken. Die einzelnen Gewölbe wurden in einer Länge von 33 Metern im Osten beginnend nach Westen hin jeweils mit einem Arbeitsgang betoniert. Die Sohlenbreite eines Gewölbebogens betrug 85 Meter. Für schwere körperliche Bauarbeiten wurden KZ-Häftlinge eingesetzt. Tausende von ihnen starben an Unterernährung und Arbeitsunfällen. Gut. Hallo. Und hier haben wir, so, wir wissen jetzt auch, wofür diese Strukturen hier waren. Das waren die damaligen Belüftungsbauwerke. Ihr habt richtig gehört, das sind die Belüftungsbauwerke. Hier geht es nochmal 18 Meter, nee, 7 Meter hat er, glaube ich, gesagt, 7 Meter runter. Das ist jetzt mit Kies aufgefüllt. Und in Summe gab es 5 Stück von diesen Bauwerken. Und die waren dafür da, um das Bauwerk zu belüften. Das hier waren die Lüftungsschlitze oder Lüftungsöffnungen und haben das Bauwerk dann mit Luft versorgt. Das bedeutet, unterirdisch sind hier auch noch einige Gänge. Die sind natürlich mittlerweile zugeschüttet. Hier sogar ist ein bisschen Kies nachgerutscht. Da auch. Und das Bauwerk wurde nie angegriffen. Hier sind also keine Menschen durch Bomben ums Leben gekommen, sondern durch Arbeit, Mangelernährung und Seuchen. Und da sehen wir noch mal so ein Bauwerk. Und wir haben gerade noch mal ein paar Tipps bekommen von ihm. Und die werden wir uns gleich auch noch anschauen. Das alte Lager der Kriegsgefangenen. Und hier noch mal der Blick zurück. So, was macht man, wenn eine Frau jemanden anpfeift? Man geht hin. Was hast du gefunden? Leiter mit Loch. Nein! Leiter. Nein! Oh. Emily, du bist ja ein Traum. Leute, das wäre kein random Live-Video, wenn wir nicht noch einen Spezialeingang gefunden hätten. Naja, du hast es gefunden, ne? Dann film mich mal bitte. Dann ab die Post. Und dann ab die Post. Was für ein Zufall. Dankeschön. Ich kann mich jetzt nicht so wahnsinnig hier zu sehen, aber. Abwarten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr eng. Also. Heute, es ist sehr eng. Gut. Warte. So, ein Eimer. Ja, es ist nur ein Raum. Das sieht ja komisch aus. Also bis jetzt ist es nur ein Raum. Auch gesprengt worden. Also wie ihr vielleicht
mitbekommen habt. Das werde ich nur erst wissen, wenn ich geschnitten habe. Deswegen sage ich es vorsichtshalber mal. Das Weingut ist, wie ihr wisst, nie fertiggestellt worden. Hier wurde nie produziert. Aber jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Naja, also lohnt sich nicht, aber schön gesehen zu haben. So, und da müssen wir jetzt auch wieder raus. Oh. Der Akku ist dann übrigens leer, der ist von der GoPro. Ja, ja. Du hast keinen mehr dabei. Doch, doch, ich habe schon eine neue drin. Oh. Ich filme noch. Nee. Doch, ich filme noch. Es geht ach so, sorry. Alles gut. Es geht nur irgendwann aus. Warum hast du denn nichts gesagt? Ich dachte. Gibt's hier die einfach nur so. Ja, du musst sie wegschneiden, weil du hast ja drauf gefurzt. Nee, das lasse ich immer drin, das ist witzig. Oh nein. Ein altes Rohr, sogar noch mit Farbe. So, und jetzt kommen wir gleich zu den Rundbögen. Das Grande Finale hier auf dem Gelände. Und da scheint auch noch ein Bunker zu sein. Da, er sagte, der Bunker war für die Befehlshaber, die Obersten, die hier das geplant haben und überwacht haben. Und da vorne sehen wir, glaube ich, die Bögen. Da sind ganz viele von den Bögen. Schauen wir uns erst die Bögen an, Leute. Und dann das Grande Finale am Bunker. Da sehen wir die Bögen. Wir waren ja gerade unten in diesem Tunnel drin, wo die Lok reingefahren ist, wo dann der Kies abgeschüttet wurde. Und das sind diese Betonbögen. Das waren die, die man bei den ersten Elementen, die ja fertig geworden sind, dann nicht mehr gebraucht hat. Schaut euch das mal an. Ultimativ. Und da ist der große Bunker. Gehen wir jetzt drauf zu. Lampe haben wir zum Glück dabei. Ein Riesenkoloss. Oh. Moin. Kommen wir hier irgendwo runter. Müssen wir hier wieder runter. Das ist am einfachsten. Hier hat man als Mahnmal einen Rundbogen hingelegt. Leider kann man es nicht lesen, was da drauf steht. Wir gucken uns jetzt aber den Bunker an. Hier ist die vordere Wand weggebrochen durch die Explosion. Also das war hier der Eingangsbereich. Der war geschützt gegen Bomben, Splitter, Bombenexplosionen. Und das war hier der innere Bereich. Hier wäre wahrscheinlich der Eingang gewesen. Ja, hier war der Eingang, seht ihr? Diese Wand ist weggeflogen. Und dann sind wir jetzt hier drin, wo die ganze Baustelle geplant und überwacht wurde. Also auch ein sehr wichtiges Relikt der Vergangenheit. Ja, hier könnte man vielleicht noch was finden, wenn man hier ein bisschen länger sucht. Alte Fassung. Es lohnt sich immer, immer, immer auf den Boden zu schauen und auch abseits der Wege mal zu gucken.
Fliese. Schaut mal hier, Beschläge an der Wand. Das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, das Bauwerk. Oben die Springabdrücke. Also hier hat man sich auch viel Mühe gegeben, das Bauwerk zu vernichten. Ja, aber es ist am Ende des Tages nur ein Haus aus Steinen. Wenn die Geschichte dahinter nicht wäre. So, wir gehen auf jeden Fall noch mal hinter das Bauwerk. Und hier finden wir eine große Freifläche. Er will uns auf jeden Fall noch Fotos zur Verfügung stellen. Und vielleicht können wir daraus rekonstruieren, was da damals stand. Also die Baustelle muss ja riesig gewesen sein. Altes Kanalrohr. Oh, schaut euch mal das an. Also, die haben schon sicher gelebt. Baustelle wurde nie angegriffen. Und Baubeginn war am 6. Juni 1944, also der Tag des D-Days. An diesem Tag hat man hier noch begonnen, eine riesige Anlage aus dem Boden zu stampfen und riesige Mengen Ressourcen dafür zu opfern. So, was ist das denn hier? Das ist wahrscheinlich irgendwie so Glaswolle oder Asbest. Die Frage ist nur, warum ist das hier? Das ist wahrscheinlich illegal entsorgt worden. So, also ich glaube, der ganze Wald, wenn man hier ein bisschen mehr Zeit investieren würde, dann hat man sicherlich noch mal ein paar Strukturen, die man findet. Vielleicht auch Hinterlassenschaften. Hier wurde schon gesondelt. Wahrscheinlich. Ich glaube, das war die Garage. Schaut mal hier. Das sind Pfeiler. Und hier wäre wahrscheinlich entweder ein Carport oder eine Garage. Und das waren wahrscheinlich alles hier die Parkplätze der Hohen Herren. Und einer davon hat, wie gesagt, einen Carport. Und das wird wahrscheinlich derjenige, der Obermacker hier gewesen sein. Der hatte sicherlich dann das Carport hier. Und das ist ein Riesenparkplatz. Ein riesiger Parkplatz. So, aber das ganze Gelände werden wir jetzt noch mal von oben erkunden. Mal schauen, ob wir noch interessante Strukturen finden. Und bis gleich. Ja. Unter diesem Betonteil ist ja ein Metallschacht drunter. Ja, hier? Hier, ja. Ja. Die sehen Sie doch, die sind unten drin. Okay, dann gehe ich jetzt mal da rein. Ja. Am besten Sie gehen mit dem Bauch auf diese Seite. Ja. Nach vorne. Okay. Dann können Sie so ein bisschen auf den Hintern runterrutschen. Dann. Darf ich Sie auch verlinken, damit ich ein bisschen Werbung für Sie mache, für die Gedenkstätte? Gerne, ja. Ja, ja. Mache ich gerne. Ja. Wow. Ihr seid ja, man denkt, wo sind die Bulli, ne? Aha. Also Leute, mega netter Mensch. Und hier haben wir sogar noch Originalrelikte von damals. Da wäre damals der Kies durchgerutscht und wäre dann von der Dampflok mit den Waggons hier abtransportiert worden. Eine unfassbare Technik, wie wir gerade erfahren haben. Ich werde das gleich noch mal en Detail erzählen. Noch einige Relikte aus der Vergangenheit und natürlich auch aus der Neuzeit. Was ist, ist natürlich nach so einer langen Zeit schwierig. Das ist ein altes Motorrad. Das ist der Sitz, könnte Stoßdämpfer sein, also Teile davon, ne? Oder ein Auto hier, das ist ein Kotflügel. Oh, Leute, also das ist hier Geschichte zum Anfassen. Ich bin gerade unfassbar berührt von den Geschichten, die er uns erzählt hat. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Funktionsweise. Was ist das hier überhaupt? Ihr habt ja gerade den Bunkerweingut gesehen. Ausmaße 12 von diesen Rundbogen
sollten damals hergestellt worden. 7 sind fertiggestellt worden. Und man hatte die so gebaut, dass man ein Kiesbett aufgebaut hat, wo man die Verschalung aufgesetzt hat und die Bögen dann am Stück gegossen hat. Und unten hat man hier diese Bögen eingezogen. Und hier war eine Lok drin, eine Eisenbahnlok, eine kleine natürlich. Und die hat dann das Kies oder den Kies hier durch diese Elemente nach außen gebracht. Bedeutet, der Zug ist hier eingefahren. Die Waggons standen hier drunter. Und dann hat man oben, wenn der Bogen fertig war, den Kies hier durch abfließen lassen. Und dann konnte man den mit der Lok rausbringen und man hat die Baustelle ganz normal weiter betreiben können. Also das hier ist wirklich Geschichte zum Anfassen. Ich bin so dankbar, dass wir uns heute getroffen haben. Unvorstellbar. Hier noch entstanden, aber das Kies Bett oder? Bett oder nee, wie haben wir es jetzt vorgesagt? Verschalung, Kiesverschalung. Die Kiesverschalung war schon komplett durch. Und dass sie gehalten hat vor allem und dass sie nicht in sich zusammengerutscht ist, ne? Ja, pass auf, das ist gut, dass ich das sage. Da gab es einen Professor Dischinger, der war in Berlin. Der ist eigentlich gebürtig aus Heidelberg gewesen. Der hat diese Bautechnik eigentlich entwickelt. Und er hat in Breslau gibt's eine Jahrhunderthalle. Mhm. Die ist 1913, halten Sie sich fest, ist die fertiggestellt worden. Mhm. Und die hat eine Kuppel, einen Dom, kann man jetzt sagen, aus von 65 Meter Durchmesser, ein runder Deckel, nach oben gebogen, aus Stahlbeton gegossen. Und das hat der Dischinger damals schon entwickelt gehabt. Mit Kies quasi. Und so hätte wahrscheinlich auch also die... Ganz normal, wie er das gebaut hat, das weiß ich. Okay. Der muss, also dort hat er eine Holzverschalung gehabt, auf jeden Fall, in Breslau. Riesig. Okay. Dort gab es, hier ist nur, wo jetzt drauf stehen, liegen mindestens 25 Meter dick der Kies. Mindestens. Eher fast 40 liegen hier. Und darunter unter dem Kies ist dann auch schon das Grundwasser. Das war eigentlich immer für die Baustelle ideal. Die hatten hier Kies. Mhm. Der Kies konnte auch gleich wieder als Zuschlagstoff für den Zement genommen werden. Ja. Also es war eine optimale Phase. Mühldorf ist ein Bahnkreuzungspunkt. Mhm. Sie kommen von München angefahren nach Mühldorf und da können Sie in alle Richtungen wegfahren, auch nach Salzburg, Passau und so weiter. Unvorstellbar. Und das war, glaube ich, das erste Rüsten. Nee, das war sollte hier am Fließband produziert werden? Ja, hier sollten eigentlich nur Baugruppen gebaut werden. Es sollte kein Flugzeug entstehen. Ah, okay. Sondern nur die hauptsächlich die Triebwerke. Das war ein Düsentriebwerk. Das war ja recht komplex. Hochtechnologie. Ja. Hightech. Ja. Das war vor seiner Zeit. Ich war zufällig Triebwerkmechaniker. Aha. Auch dann bei der Bundeswehr. Und ich muss eigentlich sagen, so wie. Ich habe mir schon so ein Triebwerk angeschaut. Mhm. Kein Unterschied zu heute. Also, das ist jetzt klar, Quatsch. Natürlich. Viel präziser Kram, vielleicht noch, genau. Die Maschine war ja andere. Dann diese riesigen, was sieht ja aus wie ein Flugzeughangar, wenn hier keine Flugzeuge gebaut werden sollten. Warum ja, hier, solche Bögen? Hier sollten 8 Stockwerke rein. Ach nein. 8 Stockwerke sollten hier drin sein. Sie müssen jetzt. Das sind ja jetzt nur 13 Meter, was Sie jetzt sehen, die Höhe. Ja. Wir stehen ja auf der Höhe 0. Unvorstellbar. Und jetzt werden Sie ja 19 Meter tiefer reingegangen. Und deswegen auch in der Mitte sehen Sie da das so ein Quadrat, so ein etwa 7 auf 7 Meter ist es. Das war die B- und Entlüftung. Das waren auch 5 Stück. Also 5, die Eingang mit der B- und Entlüftung waren 5 Stück hier auf diese Länge verteilt. Und drüben auf der anderen Seite natürlich auch. Wir konnten also von beiden Seiten konnten wir in den Bunker dann reingehen und hatte auch eine entsprechende ausreichende Entlüftung. Und das 4. Stockwerk war eigentlich nur zur Energieversorgung, Entlüftung, Belüftung gedacht. Hätte man oben noch eine Zerschellschicht drauf gehabt, wie bei den U-Boot-Bunkern? Draufgekommen, Sie sehen es da oben, sind die Eisen sind genau. Schon auf 5 Meter drauf. Mhm. Und jetzt ist es nur 3 Meter. 3 Meter. Ja. Und die hätten dann, wenn die jetzt hier schon eingezogen wären, hätten die dann noch die letzte Schicht noch drauf gemacht. Ja.
Unvorstellbar. Wahnsinn. Ja. Können Sie uns sagen, wo wir gleich hin müssen bezüglich der... Hast du des Waldlandes oder was? Korrekt, ganz genau. Weil wenn man die Geschichte von hier erzählt, macht es Sinn, die Gesamthaft zu erzählen. Also ja, natürlich genau. Ist auf der einen Seite das Bauwerk, wissen Sie selber, sehr imposant. Ja. Aber wenn man die andere Seite, die Kehrseite der Medaille noch erzählt... Irgendwann musst du das gebaut haben. Oder? Genau. Ja, und die Deutschen waren an der Front. Arbeits- ja. Ne, oder Kriegsgefangene waren da. Es gab Juden, es gab andere Verfolgte. Ja, die waren getrennt. Also die KZ-Häftlinge waren in diesen zwei Lokationen hier, Mettenheim und Waldlager. Mhm. Und die Kriegsgefangenen, die hier auch gearbeitet haben. Ah, die waren getrennt voneinander? Waren getrennt voneinander. Die waren dann auf dieser Straße, wenn sie jetzt hier außen herumfahren, also jetzt wieder vorfahren an diesem Inbetonwerk, rechts gleich. Und dann folgen sie einfach diese Straße und dann, wenn es Ende ist, wieder rechts. Dann sind sie schon auf ihrem Stückchen, was sie da hochfahren, Richtung Ampfing. Und dort an dem Wald, dort waren die Kriegsgefangenen. Da waren ja auch Italiener und Franzosen da, die nicht Kriegsgefangene waren. Arbeiter? Ja, die hat ihr Land selbst hergeschickt. Ja. Die Vichy-Regierung oder? Die Vichy-Regierung, ja, unter Mussolini. Ja. Die haben ihre Leute hergeschickt. Unvorstellbar, oder? Das ist wirklich unvorstellbar. Ja. Also wenn Krieg irgendwann so eskaliert, dass es keine Grenzen mehr gibt, nein, ist brutal. Na, und es gab keine Grenzen mehr. Nein. Können Sie das uns auch sagen, wo dieses Lager war? Welches? Wo die Kriegsgefangenen waren. Also das ist jetzt schwierig. Wenn Sie, wenn Sie auf diese Straße fahren, machen Sie mal, machen wir es mal ein bisschen größer. Gerne. Wir sind jetzt genau hier. Sie kommen jetzt da raus auf dieser ST2352, auf der fahren Sie weiter. Noch hier. Also alt, so weit ist es doch. Machen Sie es mal noch größer. Gerne. Das ist der Innkanal hier. Und wo der Wald jetzt hier beginnt, hier ist, dann müsste so eine Art Schonung. Ist das die erst? Geht noch mal ein bisschen größer? Ja, klar. Nee, das ist dieser Wald hier, in dem Wald. Da ist es drin. Da muss ich hier noch mal irgendwo eine Straße noch mal reingehen. Hier unten? Das ist es. Ja, genau. Entschuldigung, das ist es. Genau. Und da sehen Sie lediglich ein Betonteil hier. Das war hier in diesem Bereich. Das ist es. Ah ja, genau. Das ist das gesamte Lager? Das war das Lager dort. Unvorstellbar. Das muss ich mir auf jeden Fall auch notieren. Dann gab es ja hier noch weitere KZ-Lager in Mittergars. Dort waren etwa 300 Menschen. Und in Thalheim, dort waren jetzt zum Beispiel als beginnen die Italiener erstmal. Die sind dahergekommen, das waren etwa 30 Leute, 40 Leute, Italiener. Die mussten dann die anderen Lager aufbauen dort. Da gab es ein sogenanntes Arbeitserziehungslager. Ja, und dann ist da auch noch ein KZ-Lager gebaut worden. Aber das ist alles so kurz vor Ende noch geschehen. Das hätte hier begonnen, habe ich gesagt, am 6. Juni. Genau, am Tag des Nidays. Ja. Und dann gibt es noch das Kloster Zangberg. Dort waren aber nur, sage ich jetzt mal, die Top-Militärs, waren da, also hier für den Bau verantwortlich waren, nicht die OT. Die OT war in dem sogenannten Kinder... in Exberg, das ist ein Behindertenheim, ein großes. Die sind damals, wie die hergekommen sind, haben die das einfach evakuiert, die alle nach Österreich geschafft, in das Schloss Harthausen. Dort sind die alle umgebracht worden, die Jungen, also die Behinderten. Auch in Hadamar bei uns, ja, da gab es ja diese Euthanasie, Hadamar. Das ist bei Frankfurt die Ecke. Ja, das ist Schloss Harthausen, Hartheim oder Harthausen? Hartheim eigentlich. Ja. Das liegt an der Donau. Schrecklich. An der Donau. Donau. Donau, ja. An der Donau. Ich bin da mit dem Rad auch schon vorbeigefahren. Warum gibt es hier diese Bohrungen? Vielleicht hat da irgendjemand mal Festigkeitsprüfung oder irgendwas gemacht. Das kann also sein. Die Amerikaner haben das Ganze nur vermessen. Und die haben sich auch mit dem Herrn Professor Dischinger in Verbindung gesetzt und haben den da auch entsprechend
extrahiert, also herausgeholt aus dem, was rauszuholen war. Das konnten die gut. Der war sehr mitteilungsbedürftig, weiß ich. Also, der hat da gar keinen großen Hehl draus gemacht und gesagt, ja klar, das ist meine Bautechnik gewesen. Und eben mit dem, und Sie müssen, das muss man sich so vorstellen, dadurch, dass man den Kies unten aus der, durch die Erde, also durch den Tunnel rausholen konnte, hatte man ja so diese Höhe hat man ja freigelegt schon gehabt. Und damit, ohne dass außen jetzt irgendwo die Baustelle behindert worden wäre, durch was laufen Schienenfahrzeuge oder LKWs oder was, die den Kies weggefahren haben. So konnte man das also wunderbar von innen heraus entsorgen. Ne? Unvorstellbar. Und das hat man dann da hinten so ein ganzes Stück da. Notzing heißt es da, dort hat man das dann. Das, hier sind sehr viele Kiesgruben. Ne? Haben wir gesehen. Da sind eine Kiesgrube einfach reingeschoben. Deswegen dachte ich eigentlich, der Kies ist ja schon hier. Ich dachte, Kies muss immer erst hergestellt werden, indem man es kleinert. Aber es gibt schon Kies. Der wurde hier sortiert, gemahlen oder was auch immer gemacht werden muss, das als Zuschlagstoff. Verstehe. Und für mich nochmal 85 Meter in der Breite. Ja. In Summe 12. 12 Bögen. 12 Bögen. A 33 Meter. A 33 Meter. 18 Meter in der Höhe. 13 und ist. Also das sind jetzt 13 und nochmal 19 Meter dazu sind wir auf 32 Meter. Und 400 Meter und Länge? Acht Stockwerke. Und das untere Stockwerk war für die Belüftung? Nee, das war das vierte. Das vierte. Also etwa, sagen wir, knapp unter uns liegen war das dann. Unvorstellbar. Die Belüftungsschächte, wenn Sie die noch in früher gesehen haben, noch dann hier hinten war einer, der war relativ gut noch in Schuss. Da hat man gesehen, es geht so etwa 5 Meter runter und dann wäre es durch das 17 Meter breite Fundament durchgegangen, die Lüftungsöffnung, und dann in diesen großen dann Raum, da ist es dann verteilt worden. Mhm. Also es war nur, der vierte Stock war nur zur Energieversorgung. Unvorstellbar. Energie gab es ja auch hier genug. Mhm. Sie sehen ja den Innenkanal. Ja, genau, da gibt es ja Sperrwerke. Ja. Mhm. Nee, nicht den Inn. Der Inn hat Sperrwerke. Mhm. Der Innenkanal, der wird ja erst da hinten rausgelassen und fließt dann etwa 19 Kilometer durch bis nach Töging. Ja. Und da ist das Kraftwerk. Hat man denn irgendeinen der Bunker schon fertiggestellt gehabt mit Energieversorgung und auch mit... Wurde hier produziert schon? Nein. Nein. Dieser Bunker hier war 400 Meter lang und in Landsberg, Kaufering, Landsberg, dort wären drei gebaut worden. Und einer ist so gut wie fertig geworden. Oder war, da hat man schon den Innenausbau gemacht. Ja, okay. Gibt es den noch? Den gibt's, den hat die Bundeswehr. Ah, also kommt man nicht rein. Doch, man muss Führung abwarten. Ja. Schauen Sie mal, da sehen Sie so Ecken hier. Aha. Da hätten die jetzt diese langen Betonpfosten reingestellt. Aha. Und in denen hätten dann die Stockwerke drin. Ah. Das war für die Stockwerke. Gedacht. Verstehe. Ja. Landsberg war das? Landsberg. Kaufering. Da finden Sie aber auch, da gibt es also auch im Internet viel darüber. Das war quasi das, die gehörten zusammen, die zwei. Also die zwei Standorte. So, das ist wahrscheinlich schon, ne? Hier? Ne, das ist der Hexenturm. Das ist ein. Ist das Kaufering schon? Mhm, genau. Da, Kaufering. Kaufering, ne? Ja. Mhm. Nicht an der Isar direkt. Also das ist die Isar jetzt hier. Mhm. Und das muss irgendwo außerhalb so ein bisschen weglegen. Vielleicht suchen Sie. Ah, guck mal, KZ-Friedhof, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal wieder einen Punkt. Ja. Am Bahnhof von Kaufering selbst, da ist auch nochmal ein Denkmal, da ist auch so ein. Ich google das mal vielleicht direkt. Ja, genau. Wie oft machen Sie diese Führungen? Wie es eben so passiert. Also Sie wissen ja selbst, im Jahr 80, da hat sich kein Mensch dafür interessiert. Jetzt kommt das. Ja, jetzt kommt das so lang. Da, Weingut 2 ist das, ne? Ja, genau. Perfekt, super. Viel gelernt heute. Das ist sehr gut. Gut. Gucken, wer es gewesen wäre. Das ist ein paar Kilometer, ne? Ja. Da ist er. Militärgeschichte der Sammlung.
Wasser. Da ist heute die Bundeswehr drin. Mhm. In den Jahren, wie der Franz Josef Strauß Verteidigungsminister war, das war Anfang der 60er Jahre, mhm, da hat er das besucht dort. Ne, ja. Aber nimmt schnell ab wahrscheinlich, ne? Ja, dann gehen wir durch die Ruine in der Mitte durch. Aha. Und ich gehe dann immer unten nach, also wo Sie den ersten Bogen sehen, der ja zusammengebrochen ist. Mhm. Und auf der linken Seite, die linke Seite, aha, da war ein Schacht drin. Aha. Und in die, das waren, links und rechts war ein Schacht. Man hatte Bedenken gehabt, dass der Bogen von der Gewalt nach außen drücken würde. Mhm. Ist er ja hinten auch. Der ist ja, ne? Aber durch die Sprengung. Ja, genau, durch die Sprengung. Mhm. Nee, von sich aus. Ah, okay. Durch die Gewalt. Aha. Da war sich der Dischinger nicht ganz einig, ob das, mhm, ob das hält. Ah, da haben die dann, verstehe, einen Schacht reingebaut auf diese ersten 33 Meter. Aha. Den Bogen, den sie als erstes gemacht haben. Mhm. Und da wollten sie eventuell dann im vierten Stock, wo die Lüftung durchgeht, da hätten sie große Eisenanker durchlaufen lassen. Mhm. Und hätten das zusammengehalten. Ah, aber wie sie denn dann stehen hatten, haben sie den hier immer vermessen, ob der sich bewegt, ob der sich. Und haben sie festgestellt, dass der absolut top steht. Also auch auf dem Kies hier. Mhm. Und dann haben sie das gelassen. Also in den anderen Bögen hat man nicht mehr diesen Schacht reingesetzt. Verstehe. Das war nur beim ersten. Das ist wahrscheinlich der alte Kies hier, ne? Das ist, ja. Aber das sah hier. Ja. Wild aus. Also, mhm, habe ich, wenn Sie mir eine E-Mail geben, oder gerne, gerne, dann schicke ich Ihnen mal ein paar Bilder von, super, dieser Baustelle sich. Mhm. Und zwar im April 45 ist hier noch ein Flugzeug drüber geflogen von den Amis. Also, aha, war noch nicht Kriegsende. Ja. Und die haben tolle Aufnahmen gemacht. Mhm. Also ich finde eine relativ gute Auflösung. Ja. Und mit der, das sehen Sie eigentlich mal die Ausmaße und sehen mal auch, wie groß der Kiesberg dann eigentlich letztendlich war. Wir gehen da rein. Aha. Nimmst du einmal, oh, Emily, so, nimmst du einmal den Zettel? Den Zettel? Den Zettel? Den Zettel. Danke. Das kennt hier wahrscheinlich kaum jemand, ja, den Bereich, ne? Da muss man schon jemanden kennen. Wenn wir hier reingehen, die jungen Kerle, schreien alle, juhu, oh, klar, stehen wir hin. Aha. Wenn die dann da stehen, sind die so klein. Und wir gehen, aber wissen Sie, jedes Mal sind die Mädchen die Ersten, die reingehen. Ja, das ist bei uns beiden genauso. Ja, ja, ist es. Ist es. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Ach, ich kann damit gut umgehen. So, das ist das Endstück gewesen. Mhm. Wenn ich Ihnen dann die Bilder schicke, ja, dann sehen Sie auch, also hier ist vielleicht noch eine, zwei Bögen, dann ist es vorbei. Mhm. Wollen Sie reingehen? Sie können reingehen. Aber, sie ist schon drin. Ah ja. Ja. Es wird dann groß. Hier, aha, hier ist es nur so niedrig, ist es Sambo. Ja. Aber ab da ist 3-4 Meter reingehen, dann ist es zumindest schon 4 Meter hoch. Gell? Ja. 10%. Bitte? Man sieht wirklich nur 10% an. Ja? Dann muss ich gleich da rein. Ja. Das bedeutet, wie lang ist das noch? Es geht nur etwa 15 Meter weit. Mhm. Hoppala. Und hier ist die Bahn durchgefahren? Hier ist die Bahn durchgefahren. Mhm. Und hier hinten weiter. Aha. Und dann. Wow! Hier wäre sie durchgefahren. Hier war dann Ende, oder? Ja. Hoppala. Da liegt auch so ein Bogen noch. Jo, ja. Unvorstellbar. Den gucken wir uns gleich mal an. Also, das Gelände hat sich. Das war hier nicht, ne, sondern, mhm, hier müssen Sie ja nicht sagen, hier ging dann der Kiesberg schon hoch. Ne? Mhm. Das ist ja der Kiesberg, ne? Nee. Oder? Ja, das ist auch Kies. Also, aber ich wollte jetzt sagen, von, mhm, die Verschalung ging ja dann von da aus dann hoch. Mhm. Das werden Sie dann sehen. Auf dem einen sieht man, auf dem einen Bild sieht man das ganz gut, da schaut hier gerade so eine kleine Öffnung raus. Das ist dieser Tunnel, den wir, mhm, jetzt sehen. Unvorstellbar. Die Schienen sind da noch drin, oder? Nein, nein, nein. Die hat man. Die haben ja sogar die Eisen, die länger waren, das ist alles abgeschnitten. Und um das wieder zu benutzen, ne? Ja. Weil, genau, Ressourcen waren ja knapp, ja, zum, genau, Ende des Krieges.
Die Schienen, die waren als erstes, die haben die zum Beispiel, die Schienen haben mit Sicherheit noch die Firmen hier weggeholt, also die hier gebaut haben. Die OT hat ja selbst nicht gebaut, wenn sie so wollen, die waren ja eigentlich Planung. Planungsstab, ne? Ja. Die haben wir haben auch die für die Baumaschinen gesorgt, die haben die auch geholt. Die kamen alle vom Westwall, die Baumaschinen, die hier gearbeitet haben und auch in Kaufering. Ach krass, weil der Westwall war ja schon deutlich vor dem Krieg auch fertig, ne? Genau. Und so haben die eigentlich hier die Baumaschinen, auch die, hier haben die auch schon mit Betonpumpen gearbeitet. Mhm. Der erste Bogen ganz unten, der ist noch mit Kübeln, also mit den Hammerkrähen, so nannten sie sich, so Drehkräne. Und mit denen haben die noch, mit den Betonkübeln haben die noch die Verschalung aufgefüllt. Und die haben, habe ich gelesen, einen Rundbogen am Stück gegossen, ne? Ja, die haben es direkt am Stück gegossen. 33 Meter. Unvorstellbar, wie viel Material. Ich habe hier. Ist Tag und Nacht geflossen, der zumindest. Ja, ich hab ja gerade aufgenommen. Darf ich Ihre Stimme benutzen? Gerne. Ja. Dankeschön. Okay. Ein Foto von mir? Ja, gerne. Sieht sie gerade so gut. Ja, ne? Sieht gut aus. Warte. Ein bisschen weiter. So. Aber also, du könntest ja mal runtergucken, aber ist jetzt nicht so spannend runterzugehen. Ja, die Geschichte ist halt spannend dahinter, ne? Viel Dreck, also dürften Eimer drinnen liegen und so. Ja, ist Dreck ohne Ende. Ja. Aber Sie sehen noch oben die an den Schächten. Mhm. Die, geht das? Ja. Nimmst du mal mein Handy? Ja. Unter diesem Betonteil ist ja ein Metallschacht drunter. Ja. Hier? Hier, ja. Ja. Die sehen Sie doch, die sind unten drin. Okay, dann gehe ich jetzt mal da rein. Ja. Am besten, Sie gehen mit dem Bauch auf diese Seite. Ja. Nach vorne. Okay. Dann können Sie so ein bisschen auf den Hintern runterrutschen. Dann geht's einigermaßen. Darf ich Sie auch verlinken, damit ich ein bisschen Werbung für Sie mache, für die Gedenkstätte? Gerne, ja. Ja? Ja. Mache ich gerne. Ja. Wow. Das sage ich ja, man denkt, wo sind die Bulli, ne? Aha. Also Leute, mega netter Mensch. Und hier haben wir sogar noch Originalrelikte von damals. Da wäre damals der Kies durchgerutscht und wäre dann von der Dampflok mit den Waggons hier abtransportiert worden. Eine unfassbare Technik, wie wir gerade erfahren haben. Ich werde das gleich nochmal en Detail erzählen. Noch einige Relikte aus der Vergangenheit. Und natürlich auch aus der Neuzeit. Was ist, ist natürlich nach so einer langen Zeit schwierig. Das ist ein altes Motorrad. Das ist der Sitz. Könnte Stoßdämpfer sein. Also Teile davon, ne? Oder ein Auto hier. Das ist von einem, das ist ein Kotflügel. Wow, Leute. Also das ist hier Geschichte zum Anfassen. Ich bin gerade unfassbar berührt von den Geschichten, die er uns erzählt hat. Also vielleicht noch mal ganz kurz zur Funktionsweise. Was ist das hier überhaupt? Ihr habt ja gerade den Bunkerweingut gesehen. Ausmaße 12 von diesen Rundbogen sollten damals hergestellt worden. 7 sind fertiggestellt worden. Und man hatte die so gebaut, dass man ein Kiesbett aufgebaut hat, wo man die Verschalung aufgesetzt hat und die Bögen dann am Stück gegossen hat. Und unten hat man hier diese Bögen eingezogen und hier war eine Lok drin, eine Eisenbahnlok, eine kleine natürlich. Und die hat dann das Kies oder den Kies hier durch diese Elemente nach außen gebracht. Bedeutet, der Zug ist hier eingefahren, die Waggons standen hier drunter. Und dann hat man oben, wenn der Bogen fertig war, den Kies hier durch abfließen lassen. Und dann konnte man den mit der Lok rausbringen und man hat die Baustelle ganz normal weiter betreiben können. Also das hier ist wirklich Geschichte zum Anfassen. Ich bin so dankbar, dass wir uns heute getroffen haben. Unvorstellbar.